Guten Tag, meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie recht herzlich aus der Nebenhalle der SAP Arena, dort wo am Wochenende das Endspiel um die deutsche Nachwuchsmeisterschaft im Eishockey stattfand. Es standen sich gegenüber in Weiß die Jungadler aus Mannheim und in Rot der EV Landshut. Die Halle war mit 1063 Zuschauern bis auf den letzten Platz restlos gefüllt. Die Jungadler haben das Spiel in Landshut 1:4 gewonnen und somit ist es hier ein entscheidendes Spiel. Gewinnen die Jungadler, sind sie deutscher Meister. Schon nach wenigen Sekunden nach diesem herrlichen Zuspiel kamen die Landshuter zu ihrer ersten großen Chance durch Andreas Baumer. Allerdings im Tor Dustin Haloschan, der Jungadler, in gewohnter Manier. Nach 20 Sekunden gab es Bulli vor dem Mannheimer Tor. Die Jungadler brachten den Puck nicht unter Kontrolle und somit auch nicht aus der Gefahrenzone heraus. Und so kam es, wie es kommen musste. Die Landshuter gingen mit 1:0 durch Tobias Rieder nach 39 Sekunden Spielzeit in Führung. Nach dieser kalten Dusche versuchten die Mannheimer natürlich mehr Druck auf das Landshuter Tor auszuüben. Allerdings, sie rieben sich oftmals auf in Einzelaktionen. Es fehlte bis dato einfach die mannschaftliche Geschlossenheit, die sie benötigten, für die Landshuter Verteidigung einfach auszuspielen. Die größte Chance hatten dann die Landshuter. Sie hätten hier auf 0:2 erhöht können. Allerdings Dustin Haloschan rettete hier vor einem höheren Rückstand. Hier ist so eine eben angesprochene Einzelaktion. Man hatte manchmal das Gefühl, die Jungadler wollten im ersten Drittel schon mit der Brechstange versuchen, jetzt auf den Ausgleich zu drängen. Allerdings immer wieder hellwach musste Dustin Haloschan sein, denn die Landshuter hatten ebenfalls ihre Chance. Kurz vor der Pause nochmal diese Gelegenheiten für die Mannheimer. Es blieb allerdings beim 0:1. Die zweite Hälfte begann nach 25 Sekunden mit einem Paukenschlag. Diesmal für die Jungadler aus Mannheim. Sie erzielten ein Überzahltor. Es war Gal Koren, der auf Zuspiel von Kevin Buschnik und Marc El Said das 1:1 erzielte. Und schon nach 56 Sekunden die zweite große Chance, hier schön herausgespielt. Allerdings hier konnte der Landshuter Torhüter den Puck noch halten. Allerdings nach 72 Sekunden war der Puck zum zweiten Mal für die Adler im Tor. Es erzielte Marcel Nöbels. Die Jungadler machten weiter Druck auf das Landshuter Tor, die zurzeit in Unterzahl waren. Unabhängig davon waren die Adler nun kombinationssicherer und hier erzielte Jan Niklas Pietsch in Überzahl das 3:1 für die Mannheimer Jungadler. Es lagen gerade mal 55 Sekunden zwischen dem 3:1 und dieser Puckeroberung von Marc Nöbels, der zum 4:1 einnetzte nach 3 Minuten und 15 Sekunden im zweiten. Neuer Spielstand. Jungadler. Ein Blick auf die Anzeigetafel zeigt innerhalb von 3 Minuten und 21 Sekunden 4 Tore für die Jungadler. Und es kam noch schlimmer für die Landshuter. Nach 5 Minuten 29 Sekunden ein erneuter Doppelschlag. Hier das erste Tor von Gal Koren in Überzahl. Und kurz darauf folgte das 6:1. Es erzielt Corey Mapes ebenfalls ein Überzahltor nach 5 Minuten und 41 Sekunden. Koren. Die Krönung war natürlich, dass der Stadionsprecher noch beim 5:1 war, als das 6:1 bereits gefallen war. Nach 8 Minuten und 30 Sekunden erzielten die Landshuter durch Florian Meyer ein Überzahltor zum
2:6 aus Sicht der Landshuter. Jedoch war es dann wiederum Dominik Bittner für die Mannheimer, der nach 9 Minuten und 44 Sekunden auf 7:2 erhöhte. Wer die Saison verfolgt hat, weiß, das Spiel für die Jungadler war natürlich in trockenen Tüchern. Das war gelaufen. Am Ende hieß es 9:4 und dann ging es los. Die Meisterschaftsfeier hier in der Nebenhalle der SAP Arena. Ist nun ein deutscher Meister. Er kommt aus Ludwigshafen, ganz aus der Region. Felix, wie freust du dich über diesen Erfolg? Es ist sehr, sehr schön. Erster deutscher Meister geworden. Super Gefühl. Und wie war die ganze Saison? Wie geht die Feier noch weiter? Die Saison war sehr gut. Wir hatten wenig Niederlagen. Hatten ein paar Turniere, haben alle die Turniere gewonnen. Ja, ich denke, heute Abend wird es sehr spät. Und wo wird gefeiert oder darf man das nicht verraten? In der Musikinsel. Genau, überall. Okay, alles klar, dankeschön. Bitteschön. Herr Terab, ein glücklicher Trainer, ein kurzes Statement zum Spiel und zu der deutschen Meisterschaft. Ja, es war natürlich heute ein sehr nervöses Spiel, gerade von Anfang an. Wir haben sich in dem zweiten Drittel in der kurzen Zeit 7 Tore geschossen, das war der Unterschied. Ja, ich gratuliere der Mannschaft, die hat ein hervorragendes Tor gespielt. Nicht nur jetzt hier im Finale, sondern auch die ganzen 9 Monate, die wir jetzt hier im Eis sind. Ich glaube, wir haben es auch verdient. Jetzt müssen Sie ein Geheimnis lüften, die Halbzeitansprache nach dem ersten Drittel. Das ist schwierig zu wiederholen. Das dauert etwas länger.